Verschlossen. Mams Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Hier, sieh dir das an. Hey, der Lüftungsschacht. Da oben. Können wir? Oh, ups. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verlier's nicht. Hier oben. Nicht runterfallen. Okay, bin drin. Von hier ist sie auch verriegelt. Immer noch da ein Schlüssel. Codein. Ein Haufen Schmerzmittel. Hab ihn. Und? Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Zeichnungen zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Nein.
Sam. Hast du da was? Das sind sie. Reichtümer des Paradieses? Wow, Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehm die Hände hoch. Langsam. Hey, hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Er hat euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt. Bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt
genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß? Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also, sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Alles okay? Heilige Scheiße. Hey! Hey! Sam? Sam? Hier ist die Polizei. Alles okay? Warte, wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Sam? Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Fenster, Fenster, komm! Okay, Sie sehen oben nach. Sie, komm mit mir. Beeilung. Warte. Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor. Geht klar. Hey, langsam. Okay. Nathan! Ist das okay? Ihr da! Stehen bleiben! Lauf weg! Hier lang! Hier werden wir los! Hier ist Officer Murphy. Wir haben zwei Verdächtige. Zu Fuß. Ein Erwachsener, ein Jugendlicher. Stehen bleiben, verdammt! Hier da! Auf den Boden! Scheiße! Hände über den Kopf! Stopp, verdammt! Lauf jetzt los, Nathan! Ihr macht doch alles nur noch schlimmer! Komm, los! Hab ich schon! Letzte Warnung! Auf den Boden! Hände über den Kopf! Hör dich! Ach, Mist! Okay.